Ja, das Thema Ehrenamt liegt mir sehr am Herzen, weil das Ehrenamt unsere Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes zusammenhält. Wir haben beim Landkreis Leer eine Stabsstelle zum Thema Ehrenamt und hier ist über die Jahre eine ganze Menge entwickelt worden. Wir haben die Ehrenamtskarte eingeführt und die 600. Ehrenamtskarte ist auch dieses Jahr vergeben worden. Aber gerade beim Ehrenamt ist es so, dass viele junge Leute sich nicht mehr ehrenamtlich engagieren und wir hier genau angesetzt haben mit einem Projekt, was gefördert wird vom Land Niedersachsen, Löb miteinander. Und hier ist es so, dass wir 46 Workshops an Schulen durchgeführt haben, um junge Menschen wirklich als Ehrenamt heranzuführen. Wir haben Löb-Botschafter, junge Menschen, die in Vereinen, in Initiativen Verantwortung übernommen haben. Und das läuft gerade richtig gut an. Darüber freuen wir uns alle sehr. Und das bringt auch Nachwuchs für die Vereine und in den Institutionen, die daran mitwirken. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Allen Menschen im Landkreis Leer, die sich ehrenamtlich engagieren, möchte ich auf diesem Wege herzlichen Dank sagen. Sie bereichern unser Leben, sie bereichern unsere Gesellschaft und sie sind für uns da. Wenn wir in Not sind oder wenn wir selbst nicht mehr können, weil wir krank sind, dass sie uns begleiten. Oder wenn wirklich Gefahr im Verzug sind. Die vielen Feuerwehren und Hilfsorganisationen, die vielen, vielen Menschen, die sich hier engagieren. Dafür meinen herzlichen Dank.